Hallo zusammen. Heute versuche ich mal einen tropischen Wasserfall zu malen. Versuchen deswegen, weil ich habe das Ding schon einmal komplett gemalt und dann in die Tonne gekloppt, weil es einfach unfassbar hässlich geworden ist. Also so schlecht habe ich noch nicht mal als Anfänger gemalt. Also zweiter Versuch. An Farben habe ich Eisenoxid Schwarz, Ultramarin Blau, Kylinblau, Cadmium Rot und Cadmium Gelb und natürlich Titan Weiß. Ich habe eine kleine Vorskizze gemacht, da habe ich mich von zwei anderen Künstlern von YouTube ein bisschen inspirieren lassen. Und die verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch die Videos von den zwei Menschen mal angucken. So, also ich mache hier oben so ein bisschen Himmel. Den Hintergrund gestalte ich in einem dunklen Grün. Dazu nehme ich einfach Schwarz mit Gelb. Bekomme da so ein Olivgrün raus. Und nach unten etwas dunkler, weil es logisch ist, Licht kommt ja von oben und folglich kommt unten einfach nicht so viel Licht an. So, jetzt mische ich mir ein etwas helleres Grün, damit tupfe ich hier so die Illusion von Bäumen oder Gestrüpp. Und wichtig ist dabei, dass er den Pinsel immer wieder so ein bisschen dreht und auch ein bisschen in den Himmel reingeht, damit halt die Illusion von Tiefe entsteht. Wenn ich den Pinsel nicht drehen würde, wären alle Pinselspuren identisch und das sieht halt dann ein bisschen langweilig aus. Jetzt ändere ich die Farbe ein bisschen, gebe ein ganz klein wenig von dem Kylinblau dazu. So, dann nehme ich mal einen kleineren Pinsel. Arbeite ich jetzt weiter, damit ich halt noch eine weitere Pinselspur habe, hell das Ganze jetzt ein bisschen auf. Da oben auch. Gebe ich ein ganz klein wenig von dem Rot dazu, ist die Komplementärfarbe. Gebe dem Ganzen etwas wärmeren Farbton. Bis jetzt arbeite ich noch nicht mit Weiß, weil Weiß die Farben so ein bisschen abdämpft. Erst im letzten Schritt gebe ich jetzt Weiß dazu. Da seht ihr hier alle die ganzen Farbnuancen relativ eng beieinander. Und ihr seht halt auch, dass man mit wenig Aufwand sehr viele unterschiedliche Farben mischen kann. Also ich empfehle euch da übrigens mal mein Farbenmischbuch. Da sind eine Menge Tipps und Tricks genau zu dem Thema drin, weil erfahrungsgemäß die Menschen beim, also weil erfahrungsgemäß Leute, die mit der Malerei anfangen, gerade beim Farbenmischen die größten Probleme haben. So, hier unten lasse ich das in der Farbe, weil das halt so ein bisschen im Schatten ist und mit dem Kylinblau habe ich den auch so einen kleinen Schattenton dazugefügt. So, jetzt nehme ich einen Flachpinsel für die Stelle hier. Da nehme ich ein bisschen Blau, ein bisschen was von dem Schwarz, dann geht es so in die Richtung Petrol. Das nehme ich jetzt als Untergrundfarbe für meinen Wasserfall her, weil wenn ihr euch mal so Fotos anschaut, da sind natürlich auch Schatten zu erkennen. Hinterm Wasserfall ist es natürlich dunkel und da passt es halt. Eine dunklere Farbe zu nehmen. Schwarz wäre mir jetzt zu dunkel. Ich hoffe, das klappt diesmal, weil zum Beispiel jetzt hier bin ich auch schon extremst unzufrieden. Wahrscheinlich denkt der, ja, was meckert der hier rum, aber ja. Das ist halt immer, wenn ich euch ein Video malen möchte, wirklich schnell, damit es ihr auch schnell nachmalen könnt, dann passieren mir halt oft auch Fehler. Bekommt da gar nicht mit, ne? So, hier vorne werde ich mir so einen Türkiston mischen für das Wasser. Aber dazwischen kommen dann gleich noch ein paar Felsen. Ich gebe ein bisschen was von dem Ultramarin dabei, damit es etwas wärmer wird von der Farbe her. So, ich füge jetzt hier, wo es jetzt schon ein bisschen trocken ist, mit einem anderen Pinsel, mit einem kleinen Linierpinsel, könnt ihr aber auch einen Detailpinsel nehmen, um so andere Pinselspuren dazu, damit es nicht alles so einheitlich aussieht, so kleinere Tupfer.
Jetzt geht es so ein bisschen in Orange-Bereich. Das ist mir aber auch ganz lieb. Dann habe ich nämlich hier noch eine andere Farbe dabei. Das kostet jetzt einfach nur Zeit. Da spule ich jetzt vor und sage jetzt nicht mehr so viel. Es geht ja jetzt hier nur um darum, das aus einem Anfängerbild halt ein anspruchsvolleres Bild zu machen. So, jetzt male ich den Wasserfall. Da muss ich mir jetzt nicht so viel Mühe geben, weil der teilweise hier durch so einen Baum verdeckt wird. Und dafür nehme ich jetzt nicht reines Weiß im ersten Schritt, sondern nehme das Weiß und nehme so ein bisschen was von dem Blau, das ich hier noch habe. Seht ihr den farblichen Unterschied? Das knallt jetzt nicht so extrem. Und ich male das jetzt mit einem Flachpinsel. Ihr könnt dafür natürlich auch einen Fächerpinsel nehmen, nur ich mag die Fächerpinsel ehrlich gesagt nicht so gern. So, und jetzt müsst ihr halt mutig sein und wirklich von oben nach unten in einzelnen Strichen arbeiten, möglichst gerade, also nicht wie hier solche Wellen, weil das Wasser macht keine Wellen. Seht, dass ich relativ trocken arbeite. Wenn ich jetzt richtig dicken Fletsch da drauf machen würde an Weiß, dann würde ich einen kompletten Hintergrund abdecken, dann hätte ich nicht das Gefühl von Räumlichkeit, wie ich es jetzt habe. Ne? So zum Beispiel machen könnt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ja, da ist zum Beispiel so ein Fels dazwischen, ne, wo das Wasser hängen bleibt, dann kann ich an der Stelle es heller machen, weil da bildet sich nochmal eine spezielle Gischt, ne, und kann von hier nochmal runterarbeiten, heller. Ne. Seht, das wird die ganze Sache ein bisschen realistischer. So, hier unten ist dann so Gischt, die hier so hoch sprüht. Seht, dass ich den Pinsel ausstreiche, damit die halt nicht zu viel Farbe drauf haben. Dann habe ich einfach bessere Kontrolle. So, und jetzt nehme ich das reine Weiß, arbeite dann nochmal drüber, vor allen Dingen hier unten. So, und jetzt tupfe ich mit dem Pinsel hier nur so auf. Das sind halt so Spritzer, die entstehen. Das ist ja nicht eine einheitliche, gerade Linie, die immer runter geht, sondern hat man ab und zu auch so Spritzer. Das mache ich jetzt mit rein weiß. So, jetzt arbeite ich mit dem Schwarz weiter. Und damit werde ich jetzt erstmal die ganzen Felsen, die hier sind, andeuten, damit ich ungefähr eine Orientierung habe. Jetzt seht ihr halt, wie jetzt die Tiefe in das Bild reinkommt, weil ich halt in der Reihenfolge logischerweise auch immer von hinten nach vorne arbeite. Also erstmal den Wasserfall und dann die Felsen, die den Wasserfall abdecken. Sieht das Ganze ein bisschen unnatürlich aus, weil ich kein richtiges Licht drin habe, und da arbeite ich jetzt mit dem Cadmiumrot weiter. Mische ein bisschen was von dem Schwarz dabei, dann gibt es automatisch so einen schmutzigen Braunton, und damit kann ich jetzt die ganzen Stellen malen, wo das Licht hinfällt. Das soll so mehr von rechts kommen. Und jetzt zum Beispiel hier eine ganz wichtige Stelle. Ich möchte, dass dieser Fels vor diesem kleinen Fels, dieser große Fels vor dem kleinen ist, und das heißt, ich helle jetzt genau diese Stelle hier auf. Und das die hier aber dunkel. So, damit das Ganze so ein bisschen realistisch aussieht, mache ich halt so Halbkreise. Wenn das nicht ganz perfekt ist hier bei den Felsen, ist nicht schlimm, weil da werden wir eh gleich nur Gewächse drüber machen. So, hier hinten machen wir das auch. Wichtig ist, dass er halt immer ein bisschen von der Dunkelheit Last, so zum dass Kontrast entsteht, dass er nicht alles damit abdeckt. So, jetzt helle ich das Ganze nochmal mit Weiß auf. Damit kann ich jetzt nochmal so richtig helle Stellen akzentuieren. Zum Beispiel sagen wir hier fällt so ein bisschen Licht drauf, oder hier. Oder eben auch hier. Und vielleicht sogar hier vorne noch. Ich könnte das Ganze jetzt noch weiter aufhellen, noch mit mehr Weiß, aber das gucke ich mir gleich in Ruhe nochmal an. So, jetzt mische ich mir nochmal so ein Türkisgrün.
Und hell das ein bisschen mit Weiß auf. Das nehme ich jetzt für die Stellen her, wo sich der Wasserfall reflektiert. Ich sehe, dass ich den Pinsel immer von links nach rechts führe. Rechts lasse ich es dunkel. Und jetzt gehe ich nochmal mit Weiß da dran. Ich habe noch ein bisschen was von dem Grün am Pinsel, und es ist ja nicht gerade hundertprozentig weiß. Und da haben wir hier, dazwischen kommt nur so eine Gischt raus. Hier um die Felsen drumherum. Und die läuft hier nicht aus. So, okay. Unterhalb der Felsen ist es dunkler. Das heißt, ich mische hier nochmal jetzt einfach Blau zu dem Grün dabei. Dann habe ich ein dunkleres Grün. Das verwende ich jetzt hier im Schattenbereich. Und hier vorne unter diesem Felsen auch. Der wirft auch einen sehr, sehr dunklen Schatten. Ja, da komme ich vorne. Sieht es nur ein bisschen hoch hier, dass es so aussieht, dass wenn der Fels hier vor den, dieser eine von diesem Zweien hier ist, indem ich einfach hier das Wasser noch ein bisschen höher ziehe. Ich mische mir jetzt nochmal die Farbe, die ich hier hatte, also nur dieses Türkis. So, jetzt werde ich hier noch einen Baum einfügen, habe ich mir überlegt, der von hier von der Seite kommt. Und dann so rüber geht und einen Großteil von dem Wasserfall und dem ganzen Gedöns hier abdeckt. Also die ganzen feinen Zweige, die sind nicht so wichtig, weil dass er die perfekt malt, weil wir das eh nachher mit den Blättern abdecken werden. So, ich werde jetzt hier nur ein bisschen Helligkeit einfügen und ein bisschen Struktur. Das heißt jetzt nicht mit diesen groben Strichen arbeiten, sondern viele feine Strukturen einarbeiten. Immer darauf achten, dass er diese Helligkeiten halt nicht komplett durchgängig macht, sondern Lücken lässt, dass Schatten entstehen. Das sind halt die Risse in dem Felsen, die halt da durchschimmern. Ne? In den Kursen, da lachen die Teilnehmer schon immer, wenn ich sage, ja, lass den Pinsel das machen, der weiß, wo es lang geht. Also je mehr ich drüber nachdenke, desto schlechter wird es. Das ist meine Erfahrung. So, ich arbeite jetzt wieder mit dem Schwarz und dem Gelb, dass ich mir halt so ein dunkles Grün damit mische. Damit lege ich jetzt die erste Schicht fest. Die erste Schicht von meinem Grünzeug, das ich jetzt hier reintupfe. Ein Teil auch vor dem Stamm, weil die Zweige rund um den Stamm drumherum sind. Jetzt ist erstmal alles abgedeckt, aber wer bei mir bei den Kursen schon mal teilgenommen hat, der weiß ja, dass ich immer in mehreren Schichten arbeite. Das heißt, die nächste Schicht, die wird jetzt heller. Ich nehme da jetzt einen Rundpinsel, weil ich damit schöne kleine Blätter tupfen kann. Und gehe jetzt halt hin, das ist also Fleißaufgabe, und tupfe halt hier ganz viele kleine Blätter. Hier hinten sind sie eher nur dunkel. Aber hier seht ihr, dass ich den Pinsel immer wieder drehe, dass die Pinselspuren halt nicht identisch sind. Ich habe die Farben nicht komplett ausgemischt, damit ich halt unterschiedliche Farben auf dem Pinsel habe, damit das Blattwerk halt nicht so völlig einheitlich aussieht. So, jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Ich helle es noch weiter auf. Und je heller ihr werdet, desto sparsamer empfehle ich euch, mit dieser Farbe umzugehen. Weil sonst habt ihr dann alles hell und dann habt ihr keinen Kontrast mehr. Also zum Beispiel hier haben wir hier unten die dunkle Farbe, ne? Darüber die mittlere Farbe und ganz oben drüber lege ich jetzt die helle Farbe, weil das Licht kommt ja von oben. Andererseits kann ich auch hier zum Beispiel mal hingehen, ein Zweig kommt nach vorne, fängt nur ein bisschen Licht auf. Das heißt, das bringt so ein bisschen Spannung rein, wenn ich an der Stelle, wo das Auge es eigentlich nicht erwartet, nochmal ein bisschen Helligkeit reinbringe. Hier hinten, das lasse ich so, das werde ich jetzt immer weiter aufhellen, weil das ja eben Schatten ist, wenn das Licht so ungefähr von rechts kommen sollte.
Und dann achte ich auch, dass ich die ganz hellen Stellen nicht unbedingt über den Wasserfall tupfe, weil der ebenfalls hell ist und dann habe ich jetzt einfach zu wenig Kontrast drin, sondern ich tupfe die ganz helle Farbe bevorzugt an den Stellen, wo es halt im Hintergrund dunkel ist. So, und jetzt gehe ich im letzten Schritt nochmal hin und mische halt doch nochmal Weiß dazu, um eine richtig extreme Helligkeit zu bekommen. Und das setze ich jetzt nochmal ganz gezielt ein, um halt noch mehr Tiefe in das Bild reinzubekommen. So, damit sind wir jetzt fast fertig. Was jetzt noch fehlt, Kleinigkeit ist, dass der Baum, der sieht halt jetzt ein bisschen tot aus, weil er einfach nur knalle schwarz ist. Und dem gebe ich jetzt noch ein bisschen Farbe, indem ich die Farbe, die ich auch bei den Felsen verwendet habe, ein bisschen anmische. Bisschen Gelb dazu, dass es eher ins Orange reingeht. Und da bekommt er jetzt auf der rechten Seite nochmal so eine Helligkeit, wobei ich auch mal so ein bisschen nach links in den Stammbereich reingehen, also die Borke, die ist völlig unregelmäßig. So, und das gleiche kann ich jetzt hier an bestimmten anderen Stellen nur machen, irgendwo zwischen den Zweigen, wo halt das Licht durchfällt. So, und jetzt helle ich das noch ganz klein bisschen hier auf. Aber nur an den Stellen, wo ein extrem dunkler Hintergrund ist, wie zum Beispiel hier. So, und damit kommt der Baumstamm optisch einfach nochmal ein bisschen stärker nach vorne. Und wenn wir schon dabei sind, nehme ich nochmal noch eine deutlich hellere Farbe, die ich jetzt hier an einigen Stellen von meinen Felsen nochmal ablege. Und zwar ist es so, dass die Acrylfarben, also wenn ihr jetzt Anfängerin seid, dann habt ihr das vielleicht noch nicht so extrem gemerkt, aber euch schon mal gewundert, dass eure Bilder manchmal nach einer Weile ganz anders ausschauen. Die Acrylfarben werden dunkler, wenn sie trocknen. Und das ist jetzt hier zum Beispiel auch der Fall. Ich sitze ja schon relativ lang an dem Bild und das heißt, ich gehe jetzt hin und helle einige Stellen hier nochmal deutlich auf. Und jetzt würde ich sagen, jetzt bin ich mit dem Bild auch fertig. Und bin ja ganz zufrieden damit. Ganz zufrieden bin ich nicht, aber es ist okay. Das Video kann ich jetzt zumindest veröffentlichen. Ja, okay. Also, ich hoffe, dass das eine kleine Anregung für euch ist. Wünsche euch viel Spaß beim Nachmalen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.